Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Saschas Wanderblog. Heute bin ich mal in der Nähe von Bad Ems unterwegs. Ich habe mir da mal eine kleine Runde geplant, die ist so etwa 11 bis 12 Kilometer lang, hat so um die 400 Höhenmeter. Die ist gespickt mit ein paar Highlights, unter anderem ein alter Wachposten von den Römern, ein Stollen und ja, mal gucken, was zu erwartet, ob die Tour so klappt, wie ich es mir geplant habe. Ich hoffe, das Wetter hält. Für heute ist ja ein bisschen Sturm angesagt. Im Moment ist es noch relativ windstill. Und ja, ich hoffe, dass es so bleibt, bis wir wieder zurück sind. Und ja, was soll ich sagen? Kommt einfach mit. Los geht's. Ja, Leute, wie ihr gerade gemerkt habt, ist der Rocky nicht blöd. Er weiß mittlerweile, wo die Kamera steht und denkt, ja, warum soll an der Kamera vorbeigehen? Wir sind doch schon da. Alter, nimm die Kamera mit, verdammt nochmal. Ja, so viel dazu. Jetzt muss ich ihm nur noch beibringen, die Kamera vielleicht gerade mitzunehmen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ich musste meine Streckenführung jetzt das erste Mal ändern. Ja, das heißt musste. Ich hätte die Originalstrecke weitergehen können, aber da ist eine Bike-Strecke, die ist zwar gesperrt, aber der Weg da hoch ist auch gesperrt wegen Windbruch. Und ja, ich glaube, das sind 200 Meter oder sowas, die man jetzt abkürzen. Ich halte mich einfach dran. Und selbst wenn der Bikepark geöffnet wäre hier in Bad Ems, dürfte man diesen Weg sowieso nicht gehen. Das sieht man manchmal über Komoot halt leider nicht so. Und deswegen gehe ich jetzt hier diesen Forstweg weiter. Das ist kein Problem. Und ja, dadurch wird die Strecke halt ein bisschen kürzer. Aber das ist nicht schlimm. Na, wir sind jetzt da unten den Weg hochgekommen. Eigentlich wären wir von da runtergekommen und dann geradeaus nach da weitergegangen. Das Ding ist aber, ich muss mal ein bisschen drehen, da ist ja zu dem römischen Hüttenberg möchte, muss ich jetzt doch die Strecke hier mal ein Stück hochgehen, weil das möchte ich mir auf jeden Fall anschauen. Auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht ein Reinfall wird, gehe ich jetzt halt noch mal ein Stück da hoch bis zu diesem römischen Hüttenberg und dann halt wieder zurück. Ist halt so, also wir wollen mal hoffen, dass sich der Weg lohnt und ja, kommt einfach mit und ja, schaut es euch an. So, Leute, jetzt bin ich hier an diesem römischen Hüttenwerk und ja, hier steht eine Hinweistafel, seht ihr hinter mir. Und da hinten seht ihr die kläglichen Überreste, nehmen wir euch mal kurz mit dahin. Also es ist schon so, wie ich mir gedacht habe, der Weg lohnt sich nicht wirklich, es sei denn, man interessiert sich wirklich für römische Geschichte. Und dann sieht man hier, sieht man noch ein bisschen die Grundmauern von dem alten Hüttenwerk. Und ja, das ist der klägliche Rest sozusagen. Also müsst ihr selber entscheiden, ob ihr den Umweg nochmal hier hoch auf euch nehmt oder nicht. Ansonsten könnt ihr da unten einfach links weitergehen und ja, entscheidet einfach selbst.
toll. Wow, Leute, schaut euch das an. Das müsste der Adolfsschacht sein. Mal gucken, ob wir irgendwie da hinkommen. Wahnsinn. Der kam jetzt plötzlich hier aus dem Wald raus. Gar nicht gesehen. Ich wusste zwar, dass der hier ist und dass wir dran vorbeikommen, aber ich war jetzt trotzdem irgendwie ein wenig überrascht, dass wir auf einmal davor stehen. Okay, schauen wir mal, ob wir irgendwie hinkommen. Und dann gucken wir uns das Ding mal an. Was soll ich sagen? Schaut selbst. Das ist schon der dritte Wanderweg, wo er durch Forstarbeiten gesperrt ist. Ich meine, gut, im Moment ist es ja echt normal, muss man halt mit rechnen. Das Blöde ist nur, es gibt keine andere Alternative, dass ich irgendwie hier rumgehen kann. Das heißt, ich muss jetzt komplett ein bisschen umplanen. Ich habe mal auf der Karte geschaut, ich gehe jetzt ein Stück zurück und gehe dann links ein bisschen rüber den Weg und dann muss ich gucken, dass ich irgendwann wieder auf meinen Originalweg drauf komme, weil wenn ich jetzt hier den Weg weitergehen würde, dann würde ich viel zu weit von meiner Route wegkommen und es geht jetzt erstmal runter und ich habe keine Ahnung, wie ich dann auf die Route wieder zurückkommen soll. Das wäre ein riesen Umweg und das ist mir heute, wo der Sturm angesagt ist, einfach zu Yoga. Dann komme ich aus meinem Zeitfenster, weil der Wind ist angesagt ab 15 Uhr so ungefähr und wir haben jetzt 1:30 oder 2, ich weiß gar nicht genau. Deswegen, ja, ist mir das Risiko zu groß, da jetzt zu weit außen rum zu laufen. Deswegen gehe ich jetzt ein Stück den Weg hier zurück und ja, muss jetzt unterwegs ein bisschen planen, dass ich auf meine Route wieder zurückkomme, weil hier habe ich gesehen, da muss es gleich irgendwo, ich hoffe, dass der Weg noch da ist und dass der nicht gesperrt ist, dass ich da wieder rüber auf meine Route komme. Und dann den Weg zu Ende gehen kann. Also, bleibt gespannt und bleibt dran. Leute, es geht nicht mehr darum, auf die alte Route zurückzufinden. Der Wind wird langsam stärker. Ich sehe jetzt zu, dass ich auf dem schnellsten Weg zurück zum Auto komme, weil ich habe keine Lust, wenn der Sturm dann richtig losgeht, hier im Wald zu sein. Das ist mir zu gefährlich. Deswegen schaue ich jetzt mal, dass ich so schnell wie möglich zum Auto zurückkomme und werde dann die originale Tour irgendwann mal nachholen.
Und ja, wenn der Weg so bleibt, war es im Großen und Ganzen trotzdem eine schöne Tour. Also schauen wir mal. Es bleibt spannend. Mal gucken. Ich hoffe, ich finde einen Weg. Ja Leute, jetzt bin ich hier wieder auf dem Weg, den ich kenne, vom Start der Tour. Ich habe jetzt noch ungefähr einen Kilometer bis zum Auto. Deswegen möchte ich mich schon mal bei euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat die Tour trotzdem ein bisschen gefallen. Also mir hat es gefallen, ich fand sie gar nicht so schlecht. Und auch wenn ich jetzt ein bisschen umplanen musste, war das gar nicht so schlimm, denn die Highlights hatten wir eigentlich schon hinter uns. Und von daher ist es eigentlich okay, so wie die Tour jetzt zu Ende gegangen ist. Ich verlinke es euch trotzdem mal in der Videobeschreibung. Falls ihr die Tour nachgehen wollt, findet ihr das auf Komoot. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt ein paar Kommentare, wenn ihr wollt. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Video. Frisch auf und bis bald, euer Sascha. Ciao.